Ja, ich bin der Chris Steil, noch 49 Jahre alt, in ein paar Monaten null ich dann zum fünften Mal. Ich bin Musiker und auch Marketingmensch hier in dieser Stadt und wohne auch wieder da, wo ich immer wohnen wollte, nämlich mitten in der Fußgängerzone, weil da komme ich mehr oder weniger her. Ich bin nicht unweit hier von der Arena geboren, im Marviertel, also sozusagen im Schatten der Porta Nigra, also ein Kind ganz zentral dieser Stadt. Meine Hut, wie man heute so sagt, war immer die Trierer Mitte. Ja. Und ja, habe dann einen normalen Werdegang gehabt, eigentlich bis zum Ende der Gymnasialzeit. Und war schon immer Handballer und Musiker und konnte mich dann nie so richtig entscheiden, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich eine Ausbildung gemacht im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder zum Krankenpfleger. Und man hat mir dann da ermöglicht, doch meine Hobbys und ich sag mal semi-professionellen Sachen wie Musik und Handball weiterhin machen zu können. Ja, Handball hat immer einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Ich habe sehr, sehr früh mit dem Handball begonnen, im Mergener Hof in der Mietz, wie man hier in Trier sagt. Viele werden die Mietzen noch kennen. Es ist also so ein bisschen wehmütig, wenn ich hier vor dem Tor sitze, weil wir hier tolle, tolle Zeiten hatten. Handball ist immer noch hier. Absolut. Ich habe schon sehr, sehr früh Musik gemacht, komme aus einer sehr musikalischen Familie. Ich habe immer gern Musik gehört, auch schon als kleines Kind eigentlich. Also ich sage jetzt mal 6, 7, 8 Jahre war ich schon so absolut auf die Purple Trip. Ich habe dann kurz nach meiner Kommunion, ich bin ganz klassisch zur Kommunion gegangen, wie eigentlich jeder hier in Trier, habe ich mir dann selber eine E-Gitarre gekauft und habe dann meine Eltern zu Hause in den Wahnsinn getrieben, weil ich über die Stereoanlage den ganzen Tag Smoke on the Water von Deep Purple gespielt habe. Das ist meine musikalische Menschwerdung, sage ich mal. Ich war auf jedem Konzert hier, ich war auf jedem Gipfeltreffen auch mal selber mit dabei, auf der Bühne kurz. Ja, dann bin ich Mitte der 90er der Liebe wegen ins bayerische Ausland ausgewandert, habe aber da auch sofort wieder weiter Musik gemacht in großartigen Formationen. Das war auch in Regensburg eine schöne, schöne, tolle, tolle Zeit, aber ich habe es ja schon mal erwähnt, mir hat immer meine Heimat und meine Leute, die haben mir gefehlt. Bin dann nach diesen 10 Jahren Regensburg wieder zurückgekommen und habe am Anfang hier in Trier dann auch zunächst mal wieder Covermusik gemacht. Und die Formation hieß damals Pickup und wir haben das gemacht, wo ich herkam. Wir haben mit 2 Gitarren, Gesang, Bass, Schlagzeug die 70er Jahre aufleben lassen. Ich habe nach der Pickup-Zeit gesagt, jetzt mache ich endlich meine eigenen Sachen, weil ich hatte schon eigene Sachen in der Schublade liegen seit den 80er Jahren. Und so ist dann 2011 Steilflug entstanden. Zur Urformation gehörten Menschen, die sind lange, lange nicht mehr dabei. Aber die eigentliche direkte Formation war damals schon mit Michael Schömer, der auch heute noch am Schlagzeug sitzt und auch ein ganz enger lieber Freund von mir geworden ist. Also uns verbindet auch viel, viel mehr als nur die Musik. Letztendlich ist die Wunschformation und die Formation, die es dann 2018 auch zu dem Deutschen Rock- und Poppreis gebracht hat, das ist eigentlich auch die am besten funktioniert, menschlich wie musikalisch und auch in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist an der Gitarre der Heiko Wilhelmus. Liebevoll nennt er sich selber der Kreisrockminister. Und am Bass ein Trierer Urgestein, also ein Bassist der ersten Stunde der Trierer Rockmusik, Joma Gitzels. Und so ist die Formation entstanden, die heute noch auf der Bühne steht. Also seit 2017 sind wir jetzt so zusammen. Heiko Wilhelmus, Michael Schömer, Joma Gitzels und meine Wenigkeit. Und da haben wir eigentlich die erfolgreichste Zeit von Steilflug gefeiert. Wir haben 2018 den Deutschen Rock- und Poppreis als Deutschlands beste Hardrock-Band gewonnen. Da waren wir sehr, sehr stolz drauf und danach ging es wirklich sehr, sehr stark nach oben. Wir leben alle mit und voneinander
Und insofern habe ich dieses Projekt 30 für Trier rausgehauen. Wir machen eine Aktion für alle Künstlerinnen und Künstler, also nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern wirklich alles, was mit Kunst und drumherum zu tun hat. Und wir haben immer gesagt, wir wollen keine Almosen, sondern wir geben auch dafür etwas zurück. Und daher heißt es 30 Euro für ein Ticket, ein Unterstützerticket. Von diesen Geldern unterstützen wir jetzt schon die Künstlerinnen und Künstler und alles, was damit zu tun hat, die wirklich hängen gelassen werden. Und das sind nun mal alle Solo-Selbstständigen momentan. Es gibt noch nichts Vernünftiges, was uns da in diese Richtung finanziell unterstützt. Wir können unsere Umsatzverluste nicht melden. Wir haben viel zu wenig Betriebskosten, um die anzugeben bei der Corona-Soforthilfe. Und den Verein haben wir jetzt gegründet mit allen coolen Leuten, die man hier in Trier so kennt. Und wir machen das ganz locker und flockig. Und wir sind jetzt in der Lage, demnächst die ersten Auszahlungen zu machen. Also jetzt praktisch nach 5 Monaten harter Arbeit. Und das ist auch was, was uns alle auch hochhält, dass wir sagen, nächstes Jahr findet dieses Festival statt. Also das unterstreicht so unseren Glauben daran, dass wir nächstes Jahr wieder zur Normalität zurückkehren werden. Ja, und 30 für Trier, das Festival, findet hier in der Arena statt. Und wir haben uns also ein Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, wir füllen die Arena so, wie sie noch nie gefüllt war. Da auch mein Appell an alle Trierinnen und Trierer und alle im Umland, lasst uns die Arena füllen, weil nur so werden wir es schaffen, dass A, große Sachen hier in der Arena stattfinden können, aber für mich persönlich viel wichtiger, nur so werden wir es schaffen, dass unsere Kunstszene, unsere Kulturszene in ihrer Gänze erhalten bleibt. Weil wenn das nicht so ist, dann sind wir als Gesellschaft nur noch halb so viel wert. Und das ist für mich eine Vorausschau, die ist gruselig. Kultur ist das, was uns definiert, was uns ausmacht, wo wir uns ausdrücken. Und da ist es vollkommen wurscht, ob es die Malerei ist, ob es die Musik ist, ob es die bildende Künstler sind, ob es Fotografen sind, ob es Grafiker sind. Das ist das, was uns ausmacht. Und das treibt mich an. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das durch. Und dann ist mir auch vollkommen wurscht, wer mich anpupst und wer mir Steine in den Weg legt. Da bin ich dann echt so ein sturer Hammel. Ich habe natürlich auch noch andere Leidenschaften und Hobbys. Also ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und ich gehe leidenschaftlich gerne wandern, da auch Bergwandern. Ansonsten lese ich wahnsinnig gerne. Mein favorisiertes Thema ist so mittelalterlicher Roman, aber mit historischem Hintergrund. Und natürlich, ich koche wahnsinnig gern. Das ist für mich Schnippeln und Rühren und Würzen und Machen. Das ist so Ausklang vom Tag und da kann ich auch richtig abschalten. Wir haben uns einen Traum erfüllt und haben durch wirklich viele, viele glückliche Umstände eine wunderschöne Wohnung in der Fußgängerzone bekommen. In einem der ältesten noch erhaltenen Häuser. Das war früher das Zunfthaus der Zimmerer und Schreiner. Da ist alles noch krumm und bucklig und mit Balken und auch so mit meinen mittelalterlichen Romanen, die ich lese, wenn ich da auf dem Sofa liege, kann ich mich so richtig in die Zeit zurückversetzen. Ich bin jemand, der gerne rausgeht und unter Leuten ist und gerne quatscht und ein Bier zusammen trinkt. Das sind Sachen, die mich erden. Und was der größte Punkt ist, der mich erdet, ist, wenn ich auf der Bühne stehen darf. Und dann bin ich so ganz bei mir. Ja, ich bin so bei mir, in mir drin, in dem Ding, was ich am liebsten tue auf der Welt. Und trotzdem mit den Leuten irgendwie verbunden. Die letzte Geschichte dazu ist, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Wir haben ja dieses Jahr mit Steilflug ein Festival spielen dürfen, nämlich das im Kulturhafen in Zollhaufen. Und beim vorletzten Lied ist es so, dass ich immer die Band vorstelle und mich noch bedanke und mit den Leuten ein bisschen interagiere. Und dann wollte ich anfangen, die Nummer zu singen, der Text war weg. Ja, dann habe ich mich ans Mikrofon gestellt, habe Gitarre gespielt und habe den Leuten gesagt, liebe Leute, es tut mir leid. Ich bin echt überwältigt, wahrscheinlich gerade von diesem einen Moment in diesem Jahr. Mein Text ist komplett weg. Text von einer eigenen Nummer. Und dann haben die Leute gegrölt und geklatscht, weil es war ehrlich, es war authentisch. Dieses Authentische und die Ehrlichkeit, das ist das, was die Menschen honorieren. Ja.